Kein Thema wird so heiß diskutiert wie die Ernährung von Hunden und da gehen die Meinungen komplett auseinander. Deshalb werden mein Mädchen und ich euch einen generellen Überblick über die Futterkategorien geben. Mein Name ist Massi und wir sprechen heute über die Ernährung von Hunden. Das Wichtigste vorab, es muss sowohl zum Hund passen als auch zum Halter. Aber wir fangen einfach mal mit dem trockensten Thema an, dem Trockenfutter. Wie der Name schon sagt, ist das Trockenfutter das Futter mit dem geringsten Feuchtigkeitsgehalt. Es ist sehr, sehr komprimiert, es ist dadurch auch platzsparend, es riecht nicht so intensiv, man kriegt das in großen Säcken, die relativ kostengünstig sind. Es kann auch den Zahnbelag ein bisschen abreiben, allerdings sollte man hier darauf achten, dass der Hund immer mehr trinken muss dabei. Wenn euer Hund das Trockenfutter nicht so akzeptiert, ihr aber auf die Vorteile davon nicht verzichten wollt, ist das halbfeuchte Futter eine gute Alternative und die Akzeptanz ist höher. Super ist auch, dass man das als Leckerchenersatz nutzen kann. Nassfutter hat einen ziemlich hohen Feuchtigkeitsgehalt, in der Regel so zwischen 70% und 80%. Dementsprechend ist die Akzeptanz enorm hoch. Mein Mädchen beispielsweise suchtet das total. Nassfutter kann aber auch super sein für Hunde, die beispielsweise Zahnprobleme haben. Wenn ich Mädchen mit Trockenfutter füttere, das heißt also, wenn sie so einen 12-Kilo-Sack bekommt beispielsweise mit ihrem Körpergewicht von 42 Kilo, hält das ungefähr so 3 Wochen. Für 3 Wochen sie zu füttern mit Nassfutter, das nimmt ein bisschen mehr Platz natürlich ein, da bräuchte ich wahrscheinlich noch ein zweites Zimmer zusätzlich. Dadurch, dass das Nassfutter einen hohen Feuchtigkeitsgehalt hat, kann der Hund direkt die Feuchtigkeit über die Nahrung zu sich nehmen. Vor allen Dingen Hunde, die ein bisschen verlegen sind mit dem Trinken oder auch im Sommer, bietet sich das wunderbar an. Allerdings sollte man hierbei darauf achten, dass geöffnete Dosen innerhalb von 3 Tagen verbraucht werden und natürlich kühl gelagert werden. Natürlich ist auch eine Mischfütterung zwischen Nass- und Trockenfutter möglich. Aber mich interessiert brennend, was füttert ihr eigentlich und warum füttert ihr das? Schreibt mir das einfach unten in den Kommentaren rein, ich lese mir das gerne durch. Und als nächstes sprechen wir über Barf- und Frostfutter. Barf. Biologisch artgerechte Rohfütterung. Aber was ist das eigentlich? Es ist total im Kommen. Viele Leute machen es. Vielleicht ihr auch. Aber entgegen vieler Meinungen ist das nicht nur einfach nur eine reine Fleischfütterung, sondern da kommen Knochen, Knorpel, Innereien, Öle und Kräuter, Obst und Gemüse da rein. Also es entspricht einer naturnahen Ernährung. Viele Leute, die ihre Hunde barfen, bereiten das Essen selbst vor und da ist die Schwierigkeit natürlich, dass man auch immer überlegen muss, habe ich denn auch alles reingepackt, was mein Hund braucht? Da gibt es auch fertig portionierte Rationen, wie beispielsweise hier, die sind dann tiefgefroren, die kann man sich bestellen. Dann ist man sich auch sicher, Mensch, da ist auch alles drin, was der Hund gebrauchen kann. Solltet ihr allerdings das Essen dennoch selbst zubereiten, dann achtet bitte darauf, dass da bestimmte Sachen nicht rein dürfen, wie Zwiebeln, Knoblauch oder auch Avocados. Wenn ihr euch entschieden habt, euren Hund zu barfen, dann ist es am besten, wenn ihr euch da wirklich professionelle Hilfe holt und euch gut beraten lasst. Ich habe hier oben auch übrigens in der Infokarte einen richtig coolen Artikel. Lest euch den durch. So, und zuletzt spreche ich mit euch über spezielle Futtervarianten. Als erstes möchte ich mit euch über Monoproteinfutter sprechen. Hier habe ich jetzt ein Nassfutter, Monoprotein oder auch Singleprotein genannt. Das bedeutet also eine Fleischquelle, besonders wichtig bei Hunden, die beispielsweise eine Unverträglichkeit haben. Hier steht jetzt Huhn drauf, ist also auch Huhn drin. So, und als letztes möchte ich mit euch über fleischlose Futtervarianten sprechen. Und zwar haben wir hier einmal die Veggie-Variante und zum anderen, das finde ich super interessant, Insektenfutter. Insektenfutter, super, das ist eine fleischlose Variante, es ist eine Monsterproteinquelle, wenn man so will. Und vor allen Dingen, und das finde ich super cool, es ist umweltschonend, es ist ressourcenschonend und ja, tut dem Hund auch gut, weil das eine vollwertige Futtervariante ist. So. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Es ist natürlich wahnsinnig umfangreich. Ich verstehe das und ich weiß auch, dass es natürlich jetzt hier gerade nur ein kurzer Einblick war. Aber ich hoffe, das hat euch schon mal so ein bisschen geholfen. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt, irgendwelche Anregungen, ihr wisst Bescheid, einfach unten in den Kommentaren etwas reinschreiben. Und ansonsten sehen wir uns wieder nächste Woche zur gewohnten Zeit. Ciao.